Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es ein kleines Video mal zu einem ganz anderen Thema, als hier auf meinem Kanal üblich ist. Der Fokus liegt ja hier auf meinem Kanal auf Ernährung, vegane Ernährung und Gesundheit. Aber Bewegung ist für die Gesundheit eben auch wichtig und heute gibt es eine kleine Step-Tanz-Anleitung für euch in diesem Video. Ich habe mit meinen beiden Jungs und zwei lieben Freunden ein paar Wochen im Juli auf Sizilien verbracht. Dort haben wir Freunde besucht, die wir auch schon letztes Jahr besucht haben. Und einer dieser Freunde ist ein Ex-Vize-Weltmeister im Step-Tanz. Das muss so Anfang der 90er, 92, 93 gewesen sein. Und ich weiß noch, letztes Jahr hat er uns auch immer vorgetanzt. Und mich hat so dieser Step-Tanz schon immer auch als Kind fasziniert. Aber auch so die Kombination Step-Tanz und Eleganz, so wie das der Freund von uns tanzt. Und dieses Jahr hatten wir dann unsere erste Unterrichtsstunde, so Basisschritte im Step-Tanz und es gibt auch so eine kleine Anleitung, also wie das wird es langsam gezeigt, der Einschuss Klaatu, das ist der Freund von uns, der zeigt euch die Schritte langsam, dann tanzt ihr auch ein bisschen für uns, für euch und es ist immer so wunderschön anzusehen, wenn sich jemand mit so viel Eleganz bewegt. Also ihr seht jetzt erstmal eine ganz kurze Anleitung, so Basisschritte, dann seht ihr noch einen Tanz, ein Step-Tanz von Einschuss Klaatu. Dann erklärt er noch mal ganz kurz, wie er dazu gekommen ist, Step-Tanz zu praktizieren oder überhaupt das mit dieser Eleganz zu kombinieren, auch mit diesem Tanz. Leider hat es an diesem Tag, war es auch sehr windig auf Sizilien, aber ich habe auch während des Tanzes keine Musik unterlegt, damit man einfach auch diesen Step-Tanz hört, weil der Step-Tanz lebt ja auch davon, dass man diesen Tanz hört, dass man ihn nicht nur sieht, sondern hört. Deswegen habe ich nichts mit Musik unterlegt, aber ich denke mal, auch wenn er kurz dann erklärt, wie er zu diesem Step-Tanz gekommen ist, beziehungsweise wie er trainiert, wie er geübt hat, wer ihn unterrichtet hat, das denke ich mal, versteht man doch ganz gut. Das ist auch eine kurze Sequenz und am Schluss gibt es auch nochmal einen Step-Tanz von Einschuss Klaatu. Diesen Teil hatte ich auch schon in meinem ersten Sizilien-Video, wo ich euch unser Haus gezeigt habe. Da habe ich auch was über mein Lauftraining erzählt und dann gibt es auch eben diesen kleinen Step-Tanz und den habe ich jetzt nochmal ans Ende des Videos gepackt. Jetzt geht es erstmal los mit der kleinen Step-Tanz-Anleitung und noch einige Step-Tanz-Vorführungen. Also Step, Step. Die nächste. Und jetzt nochmal in schnell. Wie schnell? Wie du es das erste Mal gemacht hast, wo du es uns gezeigt hast. Das Improvisierte? Ja. Ach so. Weiter.
Lenkungskontrolle, Lenkungskontrolle. Nachmachen bitte. Ja, ne, auf. Schablone schaffen. Ja, Francesco. Das heißt, gesagt, zack, zack, springen und dann wechseln. Genau. Ja, eben, der dazwischen noch. Und dann wechseln. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und dann im Rhythmus der Musik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meister gefunden, der hat mir ein paar Sachen gezeigt, so wie er diese Zeit hat. Da ging noch ein, zwei Jahre, dann kam ein polnischer Balletttänzer bei uns hier hin, der hatte russische Tanzausbildung. Ich habe ihm erklärt, dass ich Stepptanz lernen will und hat sich meine angenommen. Er ist ein Jahr älter als ich. Er war damals 25, 25, 28, ich war Anfang 20. Und da hat mir so alles gezeigt, Gymnastik, ein paar Sachen, so, so und so, ein bisschen Klavier etwas. Und dann hat er ganz geschult alles, so 3 Jahre lang, Privatunterricht. Ja. Und dann nach 5 Jahren hat er mir ein Diplom ausgeschrieben, die Stufe, die ich erreicht habe. So war das. Ich war schon ein bisschen vorbelastet, was jetzt für die Technik kam. Aber ich war nicht orientiert, was dann um das Tanzen ging und Drehen und so. Da wusste ich gar nicht, wo es lang geht. Das muss ich jetzt lernen. Die Rücken drehen und das Gehirn wieder zurechtfinden und so. Das hat lange gedauert. Weil dann hat er mir so gezeigt und das, da wusste ich gar nicht. Das hat gedauert. Sehr gut. Ganz viel, herzlichen Dank für diese tolle Unterrichtsstunde. Ja. Im Stepptanz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Habt ihr Erfahrung mit Stepptanz oder anderem Tanz? Ich freue mich über eure Kommentare und Erfahrungen. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, bis ganz bald, eure Silke.